So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Wir haben das Buch uns letzte Folge geholt und dabei haben wir Konstantin erwischt, wie er da auch Bücherkram liest. Ich bin so erschrocken, aber einfach. Und wir sind jetzt in den Keller und haben hier den Zirkator Johann, der übrigens für dieses Amt des Abt kandidiert, getroffen, wie er hier am Saufen ist mit dem anderen Zirkator Stibor. Wir kämpfen gerade, wir würfeln gerade hier so ein bisschen mit denen und ich hoffe ein bisschen, dass wir oh Gott, soll ich punkten? Ich probiere es nochmal. Und ich hoffe, dass wir oh ja. So, jetzt können wir auf jeden Fall weiter fortfahren. Die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch jetzt hier. Mein Gott, was ist denn da los, ey? So, ich passe jetzt auf jeden Fall. dass wir jetzt aber sozusagen was haben gegen die in die Hand haben. Gegen diese zwei in der Hand haben. Dass wir die irgendwie doch irgendwie ausnutzen können, um noch mehr zu erfahren. Auf jeden Fall wissen wir, dass die irgendwas mit dem Lukas gemacht haben. Deswegen sagt er jetzt auch gar nichts mehr. Das ist die Frage, was... das ist die Frage. Ja, wir haben aber echt heute mordsmäßig Glück. Gewonnen. Na gut, ich gehe da mal, wa? Runter damit. Jeder Schluck ein Genuss. Nicht wahr? Kein Wunder. Meine Kehle war schon ganz trocken. Nächstes Mal soll Joachim uns Wein aus dem Rheingebiet bringen. So, wir gehen jetzt mal ins Bett. Wir haben jetzt schließlich das Buch. Um 4 müssen wir wieder aufstehen. Wie sieht's denn aus? Ja, wir legen uns auf jeden Fall nochmal schlafen. Bin ich jetzt mal echt gespannt, ey. Wenn die jetzt sagen, ich schleiche hier rum, ey, dann erzähle ich mal dem Prior, was hier wirklich abgeht, ja. So. Schlafen und speichern. So, dann können wir dem Herrn so und so, Nevala. Also grundsätzlich muss ich sagen, dass mir doch dieser, der jüngere Abtkandidat, dieser Herr, also dieser Mönch Nevalas oder wie er heißt, Nevlas, tatsächlich sehr sympathisch, also sympathischer ist als dieser Johann. Also wir stehen jetzt auf und gehen direkt zum Morgengebet. Oh mein Gott, ey. Ich bin echt gespannt jetzt langsam, ey. Was? Wirklich jetzt? Okay, dann müssen wir kurz warten. Bis der Questlog wieder aufploppt. Ich gucke jetzt mal. Apropos Questlog. Diese Katholiken erwähnten den Novizen Lukas und dass er unter ihnen zu leiden hat. Ich könnte mir... Ja, ah, okay, jetzt könnte ich ihn darauf ansprechen. Dass er... Das ist es also, was er mit Männern zu tun hat. Bist du Lukas? Zwei von den anderen Stücken. Gepriesen sei Jesus Christus.
Ich habe nachts die Zirkatoren im Keller belauscht. Sie sprachen über dich. Oh nein. Also ist es noch nicht vorbei? So kann ich Gott nicht dienen. Ich bin in der Hölle. Lukas, was ist los? Ja, erzähl mir. Was glaubst du denn? Ich habe sie wie du beim Trinken und Würfeln erwischt. Als wären wir in einem Hurenhaus. Wir sollten uns nicht einmischen. Eigentlich müsste man sie melden. Du hättest mitmachen sollen. Und Gott im Himmel. Wir sollten uns nicht einmischen. Eigentlich müsste man sie melden. Eigentlich ist es schon richtig. Was soll ich tun jetzt hier? Wir sollten sie melden. In der Tat. Ich habe ihnen damit gedroht, zum Prior zu gehen, wenn sie nicht aufhören. Aber anstatt sich zu bessern, begannen sie mich zu triezen. Du hast dir die Falschen zum Feind gemacht, Lukas, sagten sie. Inzwischen kann ich die Nächte kaum zählen, die ich in der Arrestzelle verbracht habe. Meist für die geringsten Verstöße. Und manchmal ganz unbegründet. Okay, die Leiden des jungen Novizen. Also wir müssen ihm helfen. Ich möchte auf jeden Fall diese Zirkatoren, ich sag ja, das sind Arschgesichter. Genau, der Lukas, dieser arme Junge, ey, du hast es so gewollt. Ich fürchte, da kann man nichts machen. Vielleicht kann ich helfen. Vielleicht kann ich ja irgendwie helfen. Das würdest du? Ich glaube, du müsstest dich nur mit ihnen zusammensetzen und die Dinge gerade rücken. Dann würden sie mich sicher in Ruhe lassen. Oder aber es führt nirgendwo hin. Und sie triezen dich dann genauso wie mich. Ich habe keine Angst vor ihnen. Ich habe keine Angst. Bruder, du hast den Mut, der mir fehlt. Möge Gottes Gnade mit dir sein. Okay, wir beenden das jetzt mal. Wir müssen jetzt ganz dringend zum Kirchengebet. Bis wann geht's? Bis 6 Uhr? So. So, wir müssen dem jungen Lukas auch helfen. Die Frage ist jetzt nur, wie können wir diesen... Also er hat anscheinend auch schon denen gedroht, zum Prior zu gehen. Aber die haben ihn aufs Übelste gemobbt. Ja, Mobbing im Kloster hier, ja. So, Speise mit den anderen ist die nächste Aufgabe. Ich muss jetzt ganz kurz nochmal tatsächlich den gucken. Den Questlog. So, die Sorge dafür, dass die Zirkatoren aufhören, Luiz Lukas zu schikanieren. Ich versprach Lukas, mich mit den Zirkatoren darüber zu unterhalten, wie sie mit ihm umspringen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Und zwar unten im Weinkeller, wenn die da wieder sind. Pass auf, wo du hingehst. Mensch, ja, ist klar. Die laufen ja auch so langsam hier. Also ich laufe jetzt tatsächlich wirklich in Schrittgeschwindigkeit, ja. Und die sind noch langsamer als ich. Schön langsam. Warum so ein Eil? Es sei denn, er finde einen, der eifriger ist in guten Werken und in Gehorsam. Pass auf, wo... Warum so ein Eil? Darf er darüber hinwegsehen, wenn sich jemand verfehlt? Eilst du zum Gebet? Vielmehr schneide er die Sünden schon beim Entstehen mit der Wurzel aus, so gut er kann. Er soll daran denken, so, das geht jetzt bis 8. Und dann... Rechtschaffene und Einsichtige weise er einmal und ein zweites Mal mit mahnenden Worten. So, das geht jetzt... Bis 8. Also jetzt, ja, jetzt ist es 7:30 dann und naja, zumindest essen wir uns wieder erstmal satt, ja. Das ist schon mal gut. Wir werden gar nicht übersättigt hier. So. Anscheinend schmeckt es. Oder aus Furcht vor der Hölle und wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens darf es für sie nach einem Befehl.
Alles klar, ey. Dieser Prior, da läuft er, ja. Tut so, als ob er... Also... Novize Antonius geht zum Arbeiten in die Werkstatt. Begonnen, ja. Melde dich bei Bruder Nevlas. Genau, das werden wir auch tun. Also nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit dem Herzen murrt. So findet er, selbst wenn er den... Oh, ist das anstrengend, ey. Guten Morgen, Bruder. Ah, Gregor, reden wir. So, ich bin hier. Hier ist das Buch, was du wolltest. Hier ist das Buch, das du wolltest. Das ist es tatsächlich. Nun kann ich dem Abt endlich sein Heilmittel zubereiten. Das Buch bringe ich dem Bibliothekar zurück und tu so, als hätte ich es herumliegen sehen. Dann schlägt die Sache keine hohen Wellen. Schließlich möchte er nicht, dass jemand denkt, er hätte seine Pflichten vernachlässigt. Es wird ihn verrückt machen. Habe ich das Buch liegen lassen oder nicht? Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Ich wüsste gern mehr über einige oder der anderen Novizen. Wie kommt man als Novize aus dem Kloster? Besorge den Schlüssel für den Schrank mit den verbotenen Büchern. Ja, brauchen wir ja nicht. Also deswegen ist das jetzt nicht schlimm, dass wir das so gemacht haben. Weil ja wir zum Glück ja schon mal hier eingebrochen sind und den Schrank eh geöffnet haben. Also passt das. So, ich wüsste gern... Ich würde gern mehr über einige der anderen Novizen erfahren. Welch seltsamer Wunsch. Die einzigen, die alles über die Novizen wissen, sind der Abt und der Prior. Im Buch des Abtes stehen Berichte zu jedem Klosterbewohner. Aber es befindet sich im Studierzimmer des Priors unter Verschluss. Danke. Du hast mir sehr geholfen. Ich muss dir danken. Und wegen des Buches. Lass dir ja nicht einfallen, es zu stehlen. Auf gar keinen Fall. Ich bin hier, um zu arbeiten. Ich kann dir helfen, kann ich dir helfen, abzuwerden? Ich frage ihn mal. Kann ich dich bei der Wahl irgendwie unterstützen? Das Zünglein an der Waage sein? Und was willst du tun? Den Turm erklimmen und rufen, wählt Nevlas, wählt Nevlas. Nicht vielleicht. Klar. Aber du hast einen Gegner. Johann. Er ist nicht mein Gegner. Er ist mein Bruder, genau wie du und alle anderen hier. Wir sind alle Kinder Gottes. Aber es gibt etwas, wobei du mir behilflich sein könntest. Bestimmt weißt du, dass hier viel Unrechtes getan wird. Ich würde gerne von Dingen erfahren, über die ich noch nichts weiß. Okay, ich soll für dich herausfinden, was hier vor sich geht. Was wir ja schon wissen. Lass mich eines klarstellen. Ich möchte als Abt die Dinge hier in Ordnung bringen. Wenn ich nicht über all das Unrecht hier Bescheid weiß, mache ich nichts als leere Versprechungen. Also ich muss sagen, er ist mir... Hab Dank, Bruder. ...sympathischer als der andere, ohne Scheiß. So, ich bin hier zum Arbeiten. Ich konnte etwas herausfinden, dass hier ein Flug... bevor ich ihm das sage... Werde ich aber trotzdem mit den Zirkatoren, glaube ich, sprechen. Ich bin jetzt heute hier, um zu arbeiten. Hier bin ich. Ausgezeichnet. Was dürfen wir diesmal brauchen? Ich habe dich bereits erwartet. Dort ist das Alchemielabor. Die Zutaten findest du in der Truhe daneben. Alles klar, was dürfen... Du zwei Tränke brauen, die die Verdauung anregen. Alles klar, Verdauungstrank. Sobald du fertig bist, findest du mich irgendwo in der Nähe. Sag mir auf jeden Fall Bescheid, damit ich deine Arbeit prüfen kann. Natürlich. So, Verdauungstränke müssen wir jetzt brauen. Ja, wunderbar. Und das speichert. So, Verdauungstrank. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir dazu brauchen. Lesen. Zweimal Kamille, einmal Minze. Zweimal Kamille, einmal Minze. Und das zweimal, also viermal Kamille und zwei Minze. Das holen wir jetzt erstmal. So, Kamille. Viermal. Und zweimal Minze. Also wir sind so krass. Wir sind so hart undercover, Heinrich. Das ist so unfassbar. Alkohol.
So, hast du dich überfressen oder hemmungslos dem Alkohol hingegeben, dann probiere diesen Trank, um deinen Magen zu beruhigen und denk in Zukunft daran, wer ein maßvolles Leben führt, lebt länger. Du benötigst Alkohol, eine Handvoll Minze und zwei Handvoll Kamille. Zerkleinere die Kamille. Gib alles in den Kessel und lass das Gemisch für einen Sandurlaub durchkochen. Zwei Handvoll Kamille, zerkleinere die Kamille, gib alles. Okay, die Minze müssen wir nicht verkleinern. Alles reinhauen und dann einen Sandurlaub kochen. Okay, dann machen wir das doch mal. So, wir brauchen erstmal... Oh nein, die Spiritus! Nicht Wein, Spiritus! Zurücksetzen. So, Alkohol, den brauchen wir. Nicht den Wein. Ist auch Alkohol, aber nicht den. So, Alkohol ist in the Topf. So. Kamille. So, zwei Handvoll Kamille. Zerkleinern. So, das machen wir doch ganz gut hier. Und Rinder. Okay, Pech, Rahmschwarz, die Scheiße. Kamille nochmal. Zerkleinern. Und ab damit. So, und dann eine Handvoll Minze. Rinhauen. Und dann aufkochen lassen. Für einen Sandurndurchlauf. Perfekt. So, mehr war es ja nicht, ne? Alkohol, Minze. Ja. Passt, wa? Ich lasse das mal trotzdem abkühlen. So, das sollte, glaube ich, reichen. Das probiert zumindest nicht. Mal gucken, ob es geklappt hat. Ja, Verdauungstrank. Ja, wunderbar. Klappt doch ganz gut. Oh. Okay, ich hab... Achso, habe ich das schon ausgewählt hier im Alchemie-Dingens? Alchemie? Nee, kann doch nicht sein. Das habe ich hier retourniert. Übermachte Meister. Quacksalber. Okay, ich... Zwei Verdauungstränke. Okay, kriegt man dann automatisch zwei Verdauungstränke raus, oder was? Gut, dann lege ich halt die Kamille hier wieder rein, ne? Schieben. Weil wir wollen ja kein Dieb sein. So, im Buch des Abts und des Prior, da können wir nachlesen. Über die Vergangenheit von den Leuten. Das ist unglaublich wichtig, damit wir wissen, wer Pius ist. So. Was wünschst du, Bruder Gregor? Tränke abliefern hier. Ich habe alles erledigt. Zeig mir, was du gebraut hast. Ausgezeichnet, Gregor. Du hast Talent. Ich weiß. Schon bald wirst du die anderen Novizen unterrichten. Ich bin ein Pro einfach. So. Das haben wir jetzt erledigt hier. Jetzt dürfen wir bis was war's? Bis 12 Uhr warten, ne? Dann gibt's Mittag. Nee, dann müssen wir in die Bibliothek bis 16 Uhr und dann... Genau. Bis 12 Uhr haben wir das da. Dann kommt die Bibliothek. Das wird wieder eine absolute Katastrophe werden mit diesem Übertragen von irgendwelchen Schriftzeichen. Unglaublich, ey.
Habt ihr das gehört? Das, in der letzten Folge war es, glaube ich, wie die uns sich unterhalten haben. Ja, diese eine Witze. So. Das haben wir. Okay, Questlog. So. Nächtliche Leiden, das kann ich noch. Findet, kann. Wird mir das an der Karte angezeigt? No. Okay, sorge dafür, dass die aufhören, ihn zu piesacken. Absolut, das müssen wir auch machen. Achso, ich wollte nochmal ganz kurz in unserer täglich, im täglich Mönch sein, gib uns heute. So, genau, bis 12 Uhr mittags, Arbeit in der Bibliothek zugeteilt. Und dann 4 Uhr. Nachmittag, ach so, stimmt, Nachmittagsgebet ist ja noch. Oh, völlig vergessen schon wieder. So, okay, auf geht's zum Bibliothekar. Ich muss sagen, es ist ja doch sehr übersichtlich im Kloster, wenn ich bedenke, als ich hier eingebrochen bin. Oh, wo lang geht's hier? Wo lang geht's hier? Oh, hier ist eine Seite. Hallo? Nee, ist doch keine Seite, okay. Guten Tag. Salve, Gottlob. Ja, Mensch, salve. Ah, hier ist der Bibliothekar. Was wünschst du, Bruder Gregor? Ich bin hier, um zu arbeiten. Ich finde... Wo finde ich? Nein, das frage ich nicht. Nehmen wir an, ich bräuchte... Nein, nein, nein. Okay, ich bin hier zum Arbeiten. Dann hier. Wunderbar, ich habe dich erwartet. Oh nein, ich krieg schon wieder die Mordskrise hier wahrscheinlich, gell? Schön langsam, Bruder. Das raff ich doch schon wieder nicht. Ah! Was bedeuten diese roten Buchstaben hier? P.S. Oraco. Keine Ahnung, was das heißt. Aber den ersten Satz im Endeffekt. Gun etim benaman bla 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 bla. Das versteht doch keine Sau. Was heißt denn das alles? So. Gun etim dynamicum mefa messa bif messa bili. Das kann nur das sein, weil das letzte Wort fängt mit M an. Okay. Was? Wenn was? Das ist doch bestimmt Uendo Neo. Wendy. Was soll ich denn hier übertragen, bitte? Ich. I don't care. Ist doch völlig egal jetzt hier. Äußerst schwierig. Also ich finde das mega schwer einfach. Ich raff das nicht. Das ist so. Für mich einfach Gehirnschmelze. Wonder. Ja, das erste ist es doch. Wendy, Outer, Dandy. Wendy, Wendo. Ja, es muss das hier sein. Ramos. Okay. Was ist?
Ey, das ist so krank. Ist es das hier? Ich habe keine Ahnung. Jetzt mache ich wieder Gekritzel, Gekritzel und dann sagt er, was hast du getan und du bist es nicht würdig und ich hasse dich, irgendwie sowas. Nur schief gehen, ich sag's euch, ey. Aber das Krasse ist, ja, wir wurden ja doch einmal erwischt, weil wir uns ja vorzeitig preisgegeben haben. Aber dieser Vater, der ist gar nicht aufgetaucht bis jetzt mit vom Karl. Oh nein, das kostbare Pergament. Wie konntest du nur? Okay, ja, bla bla bla. Ja, dann schreib doch mal die Sachen ordentlich auf, so damit man das auch versteht, bitte. So, jetzt warte ich wieder hier an die Tür bis ja, 16 Uhr. Dann ist das Mittagsgebet wieder dran. Und dann um 18 Uhr ist Essen wieder und dann haben wir endlich Freigang. Und dann... Ich überlege, ob wir... ob ich in den Raum reinkomme, da hinten. Das ist ja der Prior oder der Abt, der ist ja zwei Räume hinter der Bibliothek, müsste das sein. Glaube ich. Wir müssen in diesem Buch lesen, wer, was ist hier. Die Vorgeschichten zu den Leuten hier. Oh, dieses Gewarte, ey. Alles klar, ey. Tritt von dem Schrank zurück. Die Bücher darin sind nicht für deine Augen bestimmt. Okay, das kann ich nicht nehmen. Ich kann rausschauen. Oh nein, da komme ich ja gar nicht rein. Schwer. Okay, ich brauche Dietriche. Verdammt. Wo kriege ich denn Dietriche her? Beim Kellerer. Wo ist der Kellerer? Ansonsten frage ich mal den Konstantin. Vielleicht hat der eine Idee, wo ich Dietriche herbekomme. Genau. Naja, na gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir uns dann unserem Mittagsgebet widmen und dem Essen. Und dann werden wir mal mit Konstantin noch quatschen, ob der eine Idee hat, wo wir Dietrich herkommen. Die brauchen wir anscheinend. Und so. Bis dann erstmal. Ciao.